Zunächst die gute Nachricht, wenn du einen aktiven ALG-1-Bescheid hast und mehr als 150 Tage Restanspruch, dann bist du berechtigt, den Antrag auf Gründungszuschuss zu stellen. Die schlechte Nachricht ist aber, dass seit 2012 dieses Förderprogramm beim Arbeitsamt umgestellt worden ist auf eine Ermessensleistung. Das heißt, es liegt an dir, den Sachbearbeiter zu überzeugen, mit deinem Finanzplan, deinem Businessplan, der fachkundigen Stellungnahme und deiner Persönlichkeit. Und in diesem Video werde ich dir zeigen, worauf es dabei ankommt und wie du dabei Hilfe bekommen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Gründer der X-Group und gemeinsam mit über 40 Beratern haben wir schon eine vierstellige Anzahl von Menschen dabei geholfen, den Antrag beim Arbeitsamt auf Gründungszuschuss zu stellen. Deshalb kennen wir nicht nur aus der Erfahrung heraus, wie die Prozesse ablaufen, sondern wir haben auch die internen ermessenslenkenden Weisungen und wissen also, was die Sachbearbeiter prüfen. Deshalb ist dieses Video also voll von Wissen aus der Praxis für die Praxis, sodass du die Wahrscheinlichkeit auf Bewilligung maximieren kannst. Damit es überhaupt Sinn macht, deinen Businessplan zu schreiben, gilt es vorher also diese drei Dinge zu prüfen. Einerseits, dass du deine Geschäftsidee auch ausgereift hast, dass du selbst glaubst, dass du davon leben kannst. Das zweite ist, dass du einen aktuellen ALG-1-Bescheid hast und noch mehr als 150 Tage bis zum Ablauf deines ALG-1-Bescheids. Dann hast du tatsächlich die meisten Antragsvoraussetzungen für deinen Antrag auf Gründungszuschuss erfüllt. Wenn du deinen Antrag auf Gründungszuschuss bei der Agentur für Arbeit abgibst, dann muss dieser Sachbearbeiter eine Ermessensentscheidung durchführen. Und diese Ermessensentscheidung basiert vornehmlich auf den Unterlagen, die du abgibst. Und dazu gehört ein belastbarer Finanzplan. Und ein belastbarer Finanzplan ist zunächst auf monatlicher Basis aufgebaut und mindestens 24 besser sogar 36 Monate in die Zukunft gerichtet und besteht nicht nur aus der Umsatzplanung und den verbundenen Kosten, sondern auch aus einer Gewinn- und Verlustrechnung, einer Rentabilitätsplanung und, das Wichtigste, der Liquiditätsplanung. Erst wenn das vollständig ist und du auch deine Kosten, deine Anfangskosten, Investitionen abgebildet hast und nachweisen kannst, woher du das Geld nimmst, dann ist dieser Plan schlüssig, plausibel und er sollte dann anzeigen, dass du nach spätestens 4, 5, 6 Monaten auch davon leben kannst. Aber denk dran, du willst vielleicht ja nicht nur die ersten 6 Monate Gründungszuschuss beantragen, sondern die gesamten 15 Monate. Und deshalb musst du auch in den ersten 6 bis 12 Monaten deines Finanzplans darauf achten, dass du deine nächsten 9 Monate nicht vernichtest. Im zweiten großen Baustein, dem Textteil, prüft der Sachbearbeiter die Plausibilität deines Konzepts. Also was ist deine genaue Idee? Sind es Produkte, sind es Dienstleistungen? Und wer bist du? Hast du alles, was du brauchst, um das ganze Konzept auch aufzubauen und aufrechtzuerhalten? Und wer ist der Markt, wer sind die Kunden, wer sind die Mitbewerber? Und hier guckt der Sachbearbeiter auch rein, ob du sorgfältig recherchiert und dich vorbereitet hast. Und denk dran, dass du an dieser Stelle keine fertigen Vorlagen aus dem Internet runterlädst und einfach nur einen Namen einträgst, sondern hier gilt es ganz klar nachzuweisen, dass dein Geschäftsmodell in deiner Region auf dich persönlich, auf deine Zielgruppen und deine Dienstleistung ausgerichtet ist. Und dass du an deinem Standort oder an deinem Marktsegment auch die Mitbewerber kennst, und dass du weißt, was dich davon unterscheidet und ganz wichtig auch weißt, was dich abgrenzt. Du solltest also deine Abgrenzungs- und deine Alleinstellungsmerkmale nicht nur kennen, sondern plausibel nachvollziehbar auch dort kommentieren. Was die meisten vergessen beim Businessplan fürs Arbeitsamt ist auch der Kommentar der Zahlen. Also wie bist du dazu gekommen, dass die Anfangskosten ausreichen? Wie bist du dazu gekommen, dass diese verbundenen oder variablen Kosten für den Umsatz ausreichen? Und das Wichtigste, was fast alle vergessen, ist das Marketingkonzept. Also wie willst du genau deine Kunden erreichen? Was kostet das? Und stehen die Kosten im Verhältnis zum Umsatz? Und der dritte große Baustein, der fast genauso wichtig ist wie die ersten beiden Bausteine, ist die fachkundige Stellungnahme einer fachkundigen Stelle. Nun, was ist das? Als Unternehmensberater ist es für uns völlig normal, wenn wir beim Unternehmensverkauf begleiten, dass wir eine Unternehmensbewertungsgutachten erstellen. Und genauso gilt es am Anfang deiner Gründung für den Sachbearbeiter, der in der Regel kein BWL studiert hat, ein Gutachten zu erstellen. Und hier gibt es 2 große Möglichkeiten. Entweder du nutzt das Formblatt, was die Agentur für Arbeit dir gibt, das ist ein DIN A4-Blatt, wo dann irgendein Berater, der vielleicht Ahnung hat oder keine Ahnung hat, nur ein paar Kreuze macht und unterschreibt. Was aber deine Chancen auf Bewilligung nachweislich maximiert, ist die Tatsache, dass ein dritter Berater, eine unabhängige Stelle, dein Konzept nochmal augenscheinlich prüft und ein Gutachten dazu schreibt. Also nicht nur diesen DIN A4-Bogen abkreuzt und unterschreibt, sondern tatsächlich ein Gutachten schreibt. Das hat vielleicht nur 3, 4, 5, 7 bis zu 10 Seiten. Aber dort schreibt ein erfahrener Unternehmensberater
was genau deine Alleinstellungsmerkmale sind, warum du als Unternehmerperson alles hast, was du brauchst und weshalb deine Geschäftsidee tragfähig sein wird. Und das unterschreibt er und das stempelt er ab und das wird dann deinem Antrag auf Gründungszuschuss beigelegt. Und das Gute für dich ist, dass unser Unternehmen und unsere über 40 Berater bundesweit zertifiziert sind. Das bedeutet, du kannst einen Gutscheinantrag stellen auf ein AVGS, Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein heißt das. Und wenn du diese Maßnahmennummer 955-16121 angibst, dann kannst du bis zu 80 Beratungseinheiten kostenfrei bekommen. Und mit dieser geförderten Beratung hast du nicht nur die Möglichkeit, alle Bausteine vollständig und perfekt zu erstellen, sondern auch das fachkundige Gutachten zum Schluss zu bekommen, damit du von einer fachkundigen Stelle eine fachkundige Stellungnahme hast, dass dein Unternehmen tragfähig ist, du davon leben kannst und der Sachbearbeiter weiß, das hat jemand geprüft und bewilligt eher so deinen Antrag auf Gründungszuschuss. Was bedeutet das für dich? Bevor du also deinen Antrag auf Gründungszuschuss holst, kannst du vorher den Antrag auf einen AVGS stellen. Und da es jetzt noch günstig ist, in diesem Jahr den Antrag zu stellen, weil die Fördertöpfe noch voll sind, mach dich am besten noch heute auf den Weg und stell den Antrag. Wenn du nicht ganz genau weißt, wie du den Antrag stellst, dann lade ich dich ein, vorher noch Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Mitarbeiter helfen dir dabei, den richtigen Antrag für deine Maßnahme zu finden, zu stellen und danach den bestmöglichen Berater von uns auch für dich herauszusuchen, der dich begleitet, damit auch dein Antrag auf Gründungszuschuss ein Erfolg wird. Deshalb lade ich dich ein, nicht nur das Video jetzt zu liken und den Kanal zu abonnieren, sondern jetzt deinen Termin zu buchen für ein kostenfreies Erstgespräch. Und dann wirst du auch zu denen gehören können, die mehr als 90%igen Antragserfolg haben auf den Antrag auf Gründungszuschuss. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.